Guten Morgen miteinander. Mitten drin, live, auf dem Bogenspielplatz. Ich habe ein paar Kinder geschnappt vom Tag. Es ist Samstag. Und die sind schon wieder unterwegs. Nehmen die halben Hütten auseinander, klettern um. Es kommen ein paar Eltern dazu. Andere Kinder kommen dann auch noch dazu. Und wir haben uns überlegt, dass wir so ein Projekt auch im Tagiwarten starten. Immer an einem Samstag. Oder vielleicht auch nicht jeden Samstag. Aber auf jeden Fall, dass Kinder mit... Hi miteinander! Aber auf jeden Fall, dass sie an einem Samstag einfach mal Kind sein können und spielen. Nicht Hausaufgaben machen, einfach dort sein. Das tue ich heute mal mit beiden Eltern besprechen. Und dann halte ich euch auf dem Laufenden. Aber heute schauen wir noch ein bisschen zu, was die Kinder machen. Mal schauen, irgendeinem Kind muss ich wieder mal die Kamera mitgeben. Weil die klettern ja dort heute drauf. Ich bin schon froh, wenn ich nicht den Kopf anschlage oder in den Nagel stand. Aber sind dabei. Wir sind auf jeden Fall live hier. Also, bis nachher. Tschüss! Hi miteinander. Ich soll ja nicht mehr so sagen, mit Thierry on Tour, weil jetzt sind wir alle auf der Bühne. Wir sind immer noch auf dem Robby-Spielplatz. Die Männer sind Essen einkaufen. Ich habe gar nicht genau aufgeschrieben, was sie einkaufen sollen. Man muss lernen loslassen, aber es ist ganz fein. Sie freuen sich darauf, Würstchen grillieren. Und wir haben natürlich auch Gemüse und ein bisschen Früchte. So, das erste Kind kommt auch schon aus der ersten Hütte. Super! Ein Kind tut nämlich schon wieder das Werkzeug zusammen sammeln, das die anderen Kinder liegen lassen. Das zweite Kind ist auch schon aus der Hütte rausgerutscht. Sie haben wirklich Spass. Man kann sich hier stundenlang vertun. Und wissen Sie was? Wir bekommen vielleicht unsere eigene Hütte über. Die Väter sind schon voll dabei. Wir schauen dann am Nachmittag noch mal rein. Welche Hütte, dass wir restaurieren, dass wir mit drei regelmässig hier ane dürfen kommen. Schon das nächste, sie suchen mich. Bis nachher.